Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Dieses Mal wollen wir eigentlich den Magnetismus wieder loswerden. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben ja gesehen, ferromagnetisches Material wird magnetisiert und wenn man es entmagnetisiert oder wenn man das äußere Feld wegnimmt, dann bleibt es magnetisiert. Manchmal will man das nicht. Manchmal will man einfach den Magnetismus wieder loswerden, das pickt überall oder stört andere Sachen, das ist manchmal nicht erwünscht. Wir sprechen also heute über das Entmagnetisieren und später sprechen wir auch noch über die Abschirmung magnetischer Felder. Aber bleiben wir mal beim Entmagnetisieren. Entmagnetisieren, wie macht man das? Eine Methode ist das Erwärmen über den Curiepunkt. Okay? Erstens. Erhitzen. Über den sogenannten Curiepunkt. Man kann sich vorstellen, dieser Curiepunkt, also es sind ja diese ausgerichteten Elementarmagnete da drinnen. Okay, also das sind diese ausgerichteten Elementarmagnete und Wärme ist ja nichts anderes wie unkoordinierte Zitterbewegung. Und wenn diese unkoordinierte Zitterbewegung so groß wird, dass praktisch die Elementarmagnete aus ihrer Position reißt, dann ist sie entmagnetisiert. Das funktioniert ganz gut. Je nach Werkstoff ist eben diese Curie-Temperatur woanders. Zum Beispiel haben wir da eine Tabelle Kobalt. Haben wir 1150 Grad Celsius. Eisen 768 Grad Celsius. Curie-Temperatur. Nickel 360 Grad Celsius. Also man sieht, das kann schon durchaus unterschiedliche Temperaturen haben. Gibt es dann nur Ferrite zum Beispiel, die haben irgendwas zwischen 100 und 460 Grad Celsius, sowas in der Größenordnung. Also das ist eine Methode zum Entmagnetisieren. Heiß machen, erhitzen, über die Curie-Temperatur, materialabhängig, und dann ist es weg. Eine zweite Methode ist eine große Erschütterung. Wieder selbe Sache, Elementarmagnete, wenn ich da gescheit drauf drische, mechanisch erschüttere, dann haut es irgendwie durch die Gegend und wenn ich das oft mache, dann wird es entmagnetisiert. Deswegen Schurkastel nicht zuschmeißen. Jedes Mal, wenn dieser Magnet da draufschlägt, wenn die Tür draufschlägt auf den Magneten, leidet der Dauermagnet, der da drinnen ist und das Material wird langsam demagnetisiert. Gemütlich zumachen, fertig. Okay? Große Erschütterung. Kann zur Entmagnetisierung führen. Je nach Material muss ich aber schon gescheit drauf haben. Also diese Neodym-Dinger. Und dann, dritte Möglichkeit, kleiner werdende Wechselfelder. Ich mache praktisch ein Wechselfeld, ein wechselndes magnetisches Feld und magnetisiere mein Material um. Also in der Hysterese-Schleife schaut das nachher so aus, wenn wir da das B praktisch haben. Und da haben wir das H. Dass ich das H da hin und her gehen lasse. Also ich fange irgendwo bei einem großen Feld an. Dann fahr auf die andere Seite, da bin ich aber nicht mehr so groß. Dann fahr ich wieder rüber in die andere Seite und komme halt nur mal bis da her und dann fahr ich wieder runter.
Und so kann man mit kleiner werdenden Feldern das entmagnetisieren. Okay? Also wir fahren da praktisch die Hysterese-Schleife mit immer kleineren Feldern, fahren wir die ab. Und das wird einfach kleiner. Und irgendwann ist es null oder nahe null. Wenn das Wechselfeld immer kleiner werden lässt, dann wird das null. Früher hat man sowas bei Monitoren gehabt. Bei Röhrenmonitoren hat es einen Knopf gegeben, ist aufgestanden, die Gas. Dann hat es das ganze Bild hat zerzieht. Das ist nämlich ein Beschleunigungsgitter vorne drinnen gewesen und dieses Beschleunigungsgitter hat sich magnetisieren können und dann hat es die Strahlen da drinnen etwas abgelenkt, das werden wir nur sprechen, Kräfte im magnetischen Feld, hat es die Strahlen etwas abgelenkt und die Farben waren schier. Okay, man hat halt nicht mehr das rote Pixel getroffen, sondern ein bisschen zwischen Rot und Grün oder so irgendwie. Es hat einfach magnetisierter Bildschirm hat das geheißen. Es war schier. Irgendwie Falschfarben, bunte Gesichter. Und da hat er draufgegeben, die Gas. Dann hat er genau das gemacht. Das hat man gehört. Und dann hat es wieder schön ausgeschaut. Wunderbar. Kleiner werden Wechselfelder, entmagnetisieren. Das sind die Methoden zum Entmagnetisieren. Okay? Dass wir vielleicht gar nicht so weit kommen, um entmagnetisieren zu müssen, weil das, was ich jetzt gesagt habe mit dem Monitor, ich meine, jetzt mit den DFDs ist egal, aber man kann ja von vornherein vielleicht vermeiden, dass sich das magnetisiert. Dazu müssen wir eine Abschirmung schaffen. Okay? Also wir wollen auch magnetische Felder abschirmen können. Wir haben ein elektrisches Feld abgeschirmt. Also eine elektrisch leitfähige Hülle, faradayscher Käfig, da drin ist fehlfrei, die Ladungsträger ordnen sich an. Immer, jetzt nehme ich halt einfach ein ferromagnetisches Material her, das leitet ja das magnetische Feld. Ja? Und dann wird das schon passen. Ja? Blöderweise schaut das Ganze so aus praktisch, dass da, ich meine, es wird schon, das magnetische Feld, das zieht es praktisch hin. Was vorher schön homogen war, das zieht es praktisch da so hin zu dem. Ja? Und das will auch da irgendwie hineintreten. Das hat es fast geschafft, ja? Diese Feldlinie hat es fast geschafft. Und das schafft es jetzt. So, dann geht das da drin entlang und tritt da drin halt wieder irgendwo aus. Ja? Und dann kommt die nächste Feldlinie. Und die tritt da ein und die zieht da auf und so weiter. Okay? Also, was dann aber auftritt, wir haben dann auch im ferromagnetischen Material nicht unendlich Platz da drinnen. Okay? Es kann der Effekt der Sättigung eintreten und da ist es soweit. Ja, das hat jetzt keinen Platz mehr, kann man da drin, da ist schon so gesättigt. Jetzt tritt es da drinnen aus und bleibt da drin. Okay? Das auch, das fordert da durch. Ja? Und das geht halt irgendwie da auf die andere Seite schon. So irgendwie schaut das aus. Das wird wieder schön geleitet. Ja? Nicht hundertprozentig gelungen. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Ja? Also das ist das äußere magnetische Feld hier, ja, die Feldlinien des äußeren magnetischen Feldes, welche sich abschirmen will, wo ich einen Bereich haben will praktisch, der feldfrei ist. Und das Einzige, was mir gelungen ist an und für sich, ist, dass ich das Feld da drinnen abgeschwächt habe gegenüber dem äußeren. Ja? Mit richtig große Abschirmungen geht das vielleicht besser, massive Abschirmungen geht das Abschirmen magnetischer Felder etwas besser. Aber ich will es nicht wegkriegen, weil eben so ein ferromagnetisches Material diesen Sättigungseffekt hat. Es ist irgendwann vorbei. Ja, irgendwann ist da so eine große Feldstärke drinnen, dass einfach die Flussdichte nicht mehr weiter steigt und dann, ich krieg's nicht los. Okay?
Das hier heißt passive Abschirmung. Okay? Das ist die passive Abschirmung. Und dann gibt es noch die aktive Abschirmung, wenn ich irgendwo ein Feld habe, ja, so wie ich es da oben aufgezeichnet habe, ja, dann kann ich durch gezielte Anordnung von Strömen, ja, also ich sage halt einfach, da rinnt der Strom hinein, ja, da rinnt der Strom heraus, da rinnt der Strom heraus, da rinnt der Strom herein und mit verschiedenen Größen von diesen Strömen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, die Anordnung. Ja. Es gibt eine physikalische, eine örtliche Anordnung der Ströme und auch wie groß diese Ströme sind. Ja. Und aufgrund, die Ströme umgeben sich auch mit einem Magnetfeld. Ja. Die Ströme umgeben sich auch mit einem Magnetfeld. Das überlagert das äußere Magnetfeld. Okay. Und dann kann es sein, dass sie die so überlagern, dass das Feld dann innerhalb der Anordnung irgendwo extrem abgeschwächt wird. Ja? Ziemlich abgeschwächt wird oder in manchen Bereichen sogar null erreicht. Ja? Das ist aber tricky, wie man sagen. Ja? Ich meine, da haben wir außen irgendwo wieder das Feld und der macht praktisch ein Feld in diese Richtung da, der macht ein Feld in diese Richtung da, der macht auch ein Feld in diese Richtung da. Ja? Und der macht auch ein Feld in diese Richtung da. Und der macht wieder ein Feld in diese Richtung. Macht auch ein Feld in diese Richtung. Und all diese Felder überlagern sich hier irgendwie und dann kommt nur das Äußere dazu und dann soll es irgendwo null geben. Ja, boom. Es funktioniert. Ja. Das ist die aktive. Es funktioniert aber nicht gut. Okay? Nicht hundertprozentig. Ja? Oder mit viel Düftelei. Also da oben haben wir ein ferromagnetisches Material. Mit Hohlraum. Führt zu Feldschwächung. Ja, und da unten haben wir, ich schreibe geschickte Anordnung von Strömen. Deren Magnetfelder das äußere Feld kompensieren. Abschwächen. Weil mehr werden wir nicht zusammenbringen. Abschirmung magnetischer Felder. Nicht so einfach wie das elektrische Felder. Gell? Das ist aber so. Ja? Magnetische Felder lassen sich viel schwerer abschirmen wie elektrische Felder. Deswegen müssen wir über das Entmagnetisieren sprechen. Okay? Es funktioniert, aber nur zu einem gewissen Teil. Das nächste, was wir uns anschauen werden, ist Kräfte. Ja? Wir wissen, Magnet, Bug, biegt. Ja? Warum? Ja. Wie groß ist denn diese Kraft? Ja. Und wie hängt die zusammen mit der Feldstärke oder der Flussdichte oder so? Wie geht denn das? Das werden wir uns ansehen. Okay? Im nächsten Video. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.